Okay, ich bin jetzt am Lake de Capot auf dem Observatoryberg, Astrologieforschung von der Christchurch University. 1050 Meter hoch, Mont John genannt. Ein bisschen Sonne bricht durch, nachdem es geregnet hat heute. Ich mach mal so einen kleinen Schwenker hier. Da hinten ist Lake de Capot, der türkisfarbene. Und gleich kommt der Lake Alexandriana. Die Quad ist zusammen so auf 750 bis 800 Meter Höhe gelegen. Man sieht da hinten, ist es von der Westküste her, Mount Cook Area, das Wetterwasser rüberzieht. Von da kam auch der Regen heute. Ein leichter Wind weht. Alles kahl gefressene Gegend hier. Ich bin gestern die Hakatara Mare Road gekommen, eine einfache Piste. Die haben die Schafe zusammengetrieben, am 17. ist eine Autorallye. Und die Tage werde ich aufbrechen nach Lake Benmore, auch über den Trek. Irgendwo zieht sich hier der Kanal, kann man schlecht sehen. Und Lake Benmore ist irgendwo dahin zwischen den Bergen, man sieht so ein ganz kleines Zipfelchen. Soll eine schöne Piste sein, um Kanal entlang. Es gibt noch eine andere, aber ich glaube, da komme ich nicht durch wegen der Lammzeit. Schärfer mit Junge. Mal so einen kleinen Rundumblick. Einige Leute hier, ist keine Urlaubszeit mehr, die Ferien sind vorbei. Ja, nach meinem ersten Crash in 4 Jahren, hatte ich gestern schon gesagt, bin ich wieder wohlauf, das Moped läuft auch ganz gut. Ich werde jetzt nur noch 2-3 Wochen die Pisten fahren, dann werde ich nach Timaru zurück, nach Ulrike und Denzel, CDs und DVDs abholen, die von Deutschland hergeschickt werden. Und dann geht es Richtung Norden ins Loch, in schnellen Schritten. Weil ich da noch nicht war, ich bin dann insgesamt halbes Jahr auf der Südinsel gewesen. Das reicht. Ich möchte nochmal allen Leuten bedanken, die sich auf meine Webseite eben anmelden. Gucken die auch nachfragen bei meiner Heimatzeitung im Neu-Westfälische, was los ist, wenn ich mal länger nichts geschrieben habe oder was los war. Ebenso meine Sponsoren, Scott Euler, Rock Oil, dann Pacelock, Nolan Helm, die mir jetzt vor kurzem erst einen Helm zur Verfügung gestellt haben. Nach dem Crash wollte ich meinen alten Helm nicht mehr benutzen. Dann der Reisenauer, die mir sämtliche Landkarten zur Verfügung stellen, nachdem ich Verbesserungsvorschläge für die ehemaligen alten Karten, die man mir gegeben hat, mitteile. Also Straßenänderungen, die ich festgestellt habe. Und auch für alle anderen, die Kleinigkeiten gespendet haben und sich bereit erklärt haben. Polo, die Stiefel, die ich jetzt anhabe, Handschuhe, die Windstopper unter Bekleidung und ebenfalls. Also recht herzlichen Dank. Es wird eine DVD produziert in der nächsten Zeit. Ich hoffe, die kommt Ende des Jahres auf den Markt. Ansonsten irgendwann Anfang nächstes. Demnächst dann mehr von mir.